So, ich habe mich nochmal hingesetzt und habe jetzt mal versucht, dieses V-Rohr oder diesen Verteiler mit NIOPS nachzustellen. Das ist jetzt ein erstes Ergebnis. Also da fehlen natürlich viele Feinheiten, aber der Tag hat ja nur endlich viele Stunden. Das Gitternetz sieht so aus. Man sieht also hier, es sind jetzt effektiv 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Flächen, die ich benutze, die aus so einem Eingang zwei Ausgänge machen. Die Form, wie gesagt, die kann man dann umstellen, wenn ich mal die Kreise noch implementiert habe, wird das Zeug auch wirklich rund. Wie ist die Vorgehensweise? Ausgangspunkt ist ein NURBS-Feld, eine Plane, also was Ebenes halt, das ist eingeteilt in diesem Format. Da habe ich genug Platz mit so vielen Zellen, um dort loslegen zu können. Und das erste, was gemacht wird, das ganze Ding wird hochgezogen und dann bekommen wir zunächst mal diesen Sockel. Das hatte ich gestern im Video gezeigt, wie man so die Außenkante skaliert, kleiner macht und nach unten zieht. Und dann geht es weiter. Das nächste wären dann Zellen, die man dort drin rauslöst. 1, 2, 3. Die sind jetzt da. Und die kann ich jetzt benutzen. Ich kann also jetzt sagen, von der mittleren Zelle könnte ich jetzt, die kann ich aufpolstern, dann bekomme ich etwas sowas raus. Ich mache das mal wieder weg. Also ich habe hier so eine Erhöhung und vorne und hinten könnte ich solche Röhren erstellen. Wie sieht es intern aus? Intern ist es jetzt so. Ich mache mal die Zellen hier wieder weg. Intern ist es so, dass wir also aus der Zelle 3 machen wir die nochmal ein Zwischenergebnis haben. Das ist dieser Weiher hier. Der kann dann später auch einfach im Arbeitsspeicher bleiben. Habe ich nochmal rausgeschrieben. Und dann wird dort raus ein verlaufsgleicher Ring erzeugt. Also aus einer Fläche, die normalerweise vier Kanten hat, wird jetzt eine Kurve erzeugt, die nur noch aus einer Kante besteht. Die kann man dann nach oben klonen und später weiter modifizieren. Und das gleiche läuft auf der anderen Seite auch. Da haben wir auch erst die Hilfsfigur, Wire, dann ein Sketch und das Ganze auch zweimal hoch kopiert und skaliert. Und aus diesen kommt dann die jeweilige Fläche raus. Die sehen wir hier und wir sehen die andere Fläche hier. Ich mache das jetzt alles wieder mal weg. Und bei den Flächen habe ich jetzt einfach mal alle Fälle auch dargestellt, die dort denkbar sind. Also ich kann jetzt einfach hier drauf gehen und könnte sagen, wenn ich mir das anschaue, dann ist es ein vom Grad 3 mal 3. Also es ist wirklich ein schön geklettetes Objekt vom dritten Grad. Dann haben wir hier drei Kanten. Das ist vom Grad 2, was jetzt die Seitenflächen angeht. Also quadratisches und rundherum ist es Grad 3 und das hier drüben, das ist vom Grad 1. Das ist also das, was man so gemeinhin als Ruled Surface versteht. Haben also alle drei Fälle da mit unterschiedlichen Qualitäten in der Abrundung und das hier unten, ist der Grundsockel. Den muss ich eben jetzt, wenn ich ihn was ausschneide, mal in vier Flächen zerlegen. An sich ist der Grundsockel ja eine große Fläche. Aber eben, ich baue hier oben drin die Löcher. Gut, das sind die Flächen. Und hier einfach nochmal die Ausprägung der Kontrollpunkte. Das mache ich mal weg. Und das sehen wir, das ist also die Grundstruktur für diese Lösung. Und jetzt können wir an jeden dieser Kreuzpunkte von diesem Modell noch drehen. Das heißt, wir können hier diese Stelle oder das hier noch wirklich zum Kreis machen. Wir können das zum Kreis machen. Wir können dann hier oben daraus Kreise machen. Das ist dann in einem der nächsten Schritte machbar. Und wir können auch hier unten aus diesem Rechteck dann einen Kreis machen.